Gesichtslähmung. So sehr leidet Monika Lierhaus immer noch. Monika Lierhaus, 47, musste so einige Rückschläge in ihrem Leben verkraften. Die ehemalige Moderatorin musste sich vor 9 Jahren wegen eines Aneurysmas einer riskanten Gehirn-OP unterziehen. Aufgrund von Komplikationen lag sie nach dem Eingriff fast 4 Monate lang im Koma. Nach diesem Schicksalsschlag kämpfte sich das TV-Gesicht ins Leben zurück. Nun muss sie erneut einen Schicksalsschlag verkraften, ein unglücklicher Sturz hatte für sie fatale Folgen. Ich habe mir dabei Jochbeinbrüche zugezogen. Seither ist meine rechte Gesichtshälfte gelähmt, erzählte in einem Interview mit Bunte. Aufgrund der lebensrettenden Operation sei ihr Gleichgewichtssinn nicht mehr komplett funktionsfähig, weswegen sie schon öfter hingefallen sei. Nicht nur die Lähmung setzt ihr zu, auch leidet sie seit dem Sturz unter ständigen Schmerzen, die mit der Zeit nicht weniger würden, sie sind immer da. Ich muss damit leben, dass sie nun ein Teil von mir sind. Vor 3 Jahren verriet die Sportjournalistin, dass auch ihre Beziehung mit TV-Produzent an ihrer Krankheit zerbrochen sei. Sie war stolze 18 Jahre mit ihm liiert und die beiden hatten große Zukunftspläne. Vor 7 Jahren machte die Hamburgerin ihrem Ex sogar einen rührenden Heiratsantrag vor laufender Kamera.